Wir sind zurück bei Mad Games Tycoon 2 und es geht heute darum, gut rauszukommen aus dem Sommerloch und vor allem rauszukommen aus der negativen Phase des Negativtrends. Sowohl Code Blue als auch ich haben Geschicklichkeitsspiele entwickelt und das ist gerade im Negativtrend. Kommen wir da nochmal raus? Wir sehen es in dieser Folge. Und ich starte damit, indem ich eine coole Engine kaufe. Unbedingt. Täglich die erste Frage, die ich habe. Du willst aus dem Sommerloch raus, aber es ist doch Weihnachten. Ja. Aber bis hier mein neues Spiel fertig ist, ist nicht mehr Weihnachten. Ja, okay, leider. Das stimmt natürlich. Bei mir wurde gerade Dragon Quest Smaugs Einöde, wurde gerade vom Markt genommen. Hat uns immerhin 380.000 eingebracht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und da die Weihnachtsphase jetzt begonnen hat, würde ich sagen, veröffentlichen wir. Wir suchen einen Publisher. Und Komani, mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Schauen wir mal. Was kann Komani? Das Spiel ist ab 6. Ja, 75er Wertung. Also das funktioniert. Also Geschicklichkeit können wir. Geschicklichkeit können wir. Sehr gut. Und gerne können wir weitermachen. Ich weiß nicht. Mach gerne weiter. So, weiter geht's. Dailysoft, du musst auch so langsam was rausholen wieder. Nur noch 144.000. So langsam muss es wieder weitergehen, da hast du vollkommen recht. Wir haben hier gerade wirklich Probleme. So, und dann schauen wir mal die erste Woche. In die erste Woche. 2.500 verkaufte Einheiten. Das Platz 10 immer noch in den Charts. Das ist okay, aber auch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das reicht. Es geht mir nicht so gut gerade. Ach doch, das sieht gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Besser als erwartet. Besser als ich gedacht hätte. Und wir erforschen. Ich glaube, wir erforschen einfach mal die Qualitätssicherung. Ich möchte genauer wissen, ob meine Spiele gut sind und woran es liegt. Wo ich mich verbessern muss. Die 200.000 geben wir jetzt mal aus. Gute Entscheidung. So, und dann. Du hast ein bisschen früh die Engine natürlich gekauft, ne? Quark auf Stufe 5. Ja, die Engine habe ich gerade gekauft, weil ich mein neues Spiel natürlich zum absoluten Banger machen muss. Weil wir sonst hier wirklich ein finanzielles Problem haben. Also Surf and Turf 2 wird wahrscheinlich im negativen Bereich bleiben, schätze ich mal. Das ist unlucky. Das ist unglücklich. Wie sieht's mit Quark aus? Quark ist auf Platz 4, also Quark. Bei Quark läuft. Ist ein Geschicklichkeitsspiel, oder? Ja, tatsächlich. Wow, stark. Aber ich hatte auch eine 70er-Wertung. Also trotz Geschicklichkeit, ich habe ja im Prinzip nur das Dragon Quest übernehmen müssen und dann lief das. Ah, okay. Das heißt, du hast ein bisschen Hype auch mitgenommen. Genau. So, Denkspiele. Gut. Wir brauchen ein Denkspiel. Worum geht's in Denkspielen? Ich denke um Haustiere. Um Denken, ja. Bei mir geht's um Skifahren. Echt jetzt? Ja, natürlich. Sehr cool. So, Multiplattformer. Ist ja auch gerade im Trend. Die Multiplattformer gibt es leider noch nicht. Wir nehmen die Real Blue Engine 1.06. Es gibt eventuell eine neue. Eine neue Version ist rausgekommen. Quark hätte einsteigerfreundlicher sein sollen. So, Denkspiele. Boah. Denkspiele. Denk nach. Denkspiele sollten länger sein. Und durchaus Tiefe haben. Sind Denkspiele zugänglich? Ich glaube nicht. Und auch nicht sonderlich innovativ. Story finde ich jetzt nicht so wichtig. Charakterdesign finde ich jetzt gar nicht wichtig. Leveldesign finde ich wiederum wichtig. Und Missionsdesign. Probieren wir es mal so. Die Dailysoft AG schreibt wieder rote Zahlen leider. Oh, du bist im negativen Bereich. Und deswegen werden wir jetzt auch die Entwicklung abschließen. Wir werden nicht das Sommerloch abwarten, sondern direkt rausballern. Mit Data West. Ich hoffe, es wird eine. Was wird das für eine Wertung? Komm. Eine 62 ist ja okay. Das könnte aber zu. Es ist im Trend entsprechend, damit wirst du bestimmt Gewinne machen. Ja. Und ich bin direkt in die Charts rein, das ist gut. 4%. 4% gehen für mich raus. Ich werde bestimmt klettern.
Ne, ich habe eine andere Engine gekauft, weil deine nicht die beste war. Ah, die war nicht die beste? Warum nicht? Was ist da denn los? Die andere hatte eine Sache mehr. Ja, die hat meine jetzt auch. Ja, okay. Das musste ich nachliefern. Ich nehme natürlich immer das, was für mich am besten ist. Und dann gucke ich, wenn Gleichstand ist, gucke ich auf den Preis. Wie teuer war die Engine? 10.000 und 6%. Ja, also teurer als deine. Du hattest, glaube ich, 1.000 und 4%, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Bei mir ist es günstiger. Bei mir ist es günstig. Bei mir können die Leute kaufen. Kommt und kauft dann bei dir auch. Ich würde es bei dir auch direkt kaufen. Das liegt. Dann. Ich will dich ja auch nicht torpedieren. Im Gegensatz zu du mir. Also, was? Das ist eine gute Idee. Wir schauen vielleicht mal auf den Arbeitsmarkt. Oh, da ist die nächste Legende. Donny Deckloff. Der gute Deckloff? Ja. Aber ich glaube, den holen wir uns nicht. Wir haben schon einen guten Game Designer. Worin ist er eine Legende eigentlich? Game Design. Okay. Und zwei Leute mit Game Design, das ist es, glaube ich, nicht. Die Qualitätssicherung wird bei mir gerade erforscht. Sehr gut, sehr gut. Okay, Surf and Turf 2 wird negativ abschließen, aber dafür läuft Dr. Teklius Gehirnjogging umso besser. Das ist wichtig. Dr. Teklius war auch schon einer meiner Lieblingsspiele. Damals als Kind habe ich immer fleißig Dr. Teklius Spiele gespielt. Ja, tatsächlich, ich auch. Ja. Warum auch nicht? Aber es sieht finanziell halt wirklich nicht so super aus. Ich habe immer Angst vor dem Sommerloch und das kommt bald. Na, die 30%, die tun weh. Die tun wirklich weh, ja. Zu viel Gewalt in Dr. Teklius Gehirnjogging. Du hast Gewalt in einen... Na gut. In einem Denkspiel, Gewalt ist, glaube ich... Also muss halt ein bisschen auch Köpfe fliegen. Auch mal ein paar Köpfe zerplatzen lassen, habe ich gehört. Ja, so ein bisschen zumindest. Meinst du nicht? Ja, weiß ich nicht. Ob das so der Weisheitsletzter Schluss ist hier. Also Surf and Turf war leider wirklich ein absoluter Reinfall. Aber demnächst kommt bestimmt das nächste Banger-Spiel. Ich bin mir sicher. Dr. Teklius Gehirnjogging 2, ne? Solange der Trend da ist. Direkt eine Fortsetzung machen, wenn Direkt es denn hinterher. Gut. Sehr gut. Wenn es denn gut jetzt ankommt. Aber es scheint ganz gut anzukommen. Deswegen kommt jetzt hier auch direkt ein Add-on hinterher. Okay. Zweite Plattform freigeschaltet. Gut. Dragon 65%. Ideal. Dragon Quest, schau mich, der Nickeldrache wurde leider auch vom Markt genommen. Damit habe ich nur noch ein Spiel auf dem Markt. Aber das fährt Gewinne ein, tatsächlich. Obwohl es gegen den Trend spricht, fährt es Gewinne ein. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich, dass Quark so gut ankommt. Ski mit Köpfchen. Stark, stark. Ja, das Add-on halt, ne? Aber das nimmt man doch gerne mit. Das ist sogar vor mir jetzt. Neuro 2. Vorne eingestiegen. Ja, Neuro 2 ist natürlich auch absolut ein Denksport-Spaß der Extraklasse. Das stimmt natürlich. Bei mir wird auch gejubelt und geklatscht. Man ist sich sicher, das wird ein neuer Banger. Wie lange haben wir noch die Denkspiele? Über 50 Wochen, das ist doch gut. Über 50 Wochen, das wird klasse. Passwort-Saves, ja, könnte man auch direkt erforschen. Bringen wir, glaube ich, sogar mit rein. Haben wir denn gerade? Ach, es ist gerade eh Sommerloch. Okay, dann können wir uns noch einen Monat Zeit lassen mit der Veröffentlichung. Wie sieht's denn bei Dailysoft aus? Das sieht so voll aus bei dir. Täglich. Das sieht immer so voll. Ich find's so geil, dass deine Toilette einfach
deine Toilette ist einfach so groß wie der Aufenthaltsraum. So ein bisschen vorsorglich, dachte ich. So ein bisschen vorsorglich. Mir gefallen die Bilder an der Wand. Vielen Dank, ja. Mir auch viel Mühe gegeben. So. Hat mir wirklich viel Mühe gegeben. Du, was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Zumindest von dir. Surf and Turf ist immer noch im Verkauf, okay. Nur noch bei minus 78.000. Ja. Tut trotzdem sehr weh. Die, oh, Dr. Teklius Engine 1.06 ist raus. Ja, jetzt ja. Jetzt will das wissen. Ich war nicht so zufrieden, ehrlich gesagt. Mit der letzten Engine? Ja, die war halt auch nicht für Denkspiele entwickelt. Hm. Natürlich. Und ich wollte jetzt hier meinen Nachfolger gut raushauen. So. Hast du Messestand geholt? Ja. Direkt den großen. Immer den großen. Mhm. Wir müssen den Hype mitnehmen, damit das Spiel auch gut wird. Und direkt, ich hab den mittleren genommen nur. Also ich knall halt auch immer alles rein, was geht, ne? Für die Fans. Wobei ich sollte das vielleicht nicht zu viel machen, ne? Sonst sagen die mir gleich auch, na, gut, Blue, wir brauchen noch ein wenig Support. Du müsstest dich noch um die ganzen Briefe kümmern, die wir hier haben. Skifahren und Surfen sind, glaube ich, keine gute Kombination, oder? Skifahren und Surfen? Das ist eine gute Kombination. Also man hat quasi eine Winteredition und eine Sommeredition. Je nach Jahreszeit spielt man halt was anderes. So, jetzt müssen die letzten Bugs nochmal rausgenommen werden. Und dann ist das Sommerloch auch schon fast vorbei. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich forsche direkt mal den Support. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, nachdem ich es gesagt habe. Ein Bug noch raus. Und dann, das wird ein Banger. Natürlich werden die Fans bessere Story, höhere Spiellänge, einsteigerfreundlicher. Zweite Plattform wurde freigeschaltet. Wie gut wird es? Ab 0 Jahren? Einsteigerfreundlicher. 74%. Krass. 74% und das mit einem Hype-Spiel. Mehr casual und zu gewalttätig und zu einfach. Mehr casual, zu gewalttätig und zu einfach. Ich finde, okay. Zu gewalttätig ist eigentlich nie schlimm. Innovation finde ich eigentlich gar nicht so bad hier, aber wir gehen mal hier runter. So, sehr gut. Hier ein bisschen runter, vielleicht so. Mhm. Komm, wir hauen auch noch ein paar Features mit rein, die eigentlich nicht rein müssten. Alles für die Fans von Dr. Teklius Gehirnjogging. Der zweite Teil, er muss einfach großartig werden. Aber finanziell bin ich wieder auf dem Dampfer, aber du bist hier absolut am Eskalieren gerade finanziell. Auch deine Fans, sie schnallen in die Höhe. Ja gut, aber das liegt ja zu 100% daran, dass ich jedes Mal den großen Messestand nehme. Das sind einfach jedes Mal 1000 Fans. Naja. Sie scheinen dich aber trotzdem zu lieben, so oder so. Natürlich lieben sie mich. Sehr, sehr schön. Hast du denn schon expandiert? Noch nicht. Ich sehe schon, ja. Mhm. So, wir machen auch ein Add-on. Fleißig ein Add-on basteln. Mhm. Ja. Zu Thinking Cat. Natürlich. Thinking Cat. Hundealarm. Das gefällt mir sehr gut, ja, sehr gut. Der gute alte Hundealarm. Das kann ich nicht machen, okay. Können die sonst noch irgendwas machen? Okay, meine Qualitätssicherung ist relativ arbeitslos gerade. Die könnten... Ach, das können die. Die können polischen. Okay, sehr gut. Das hat natürlich auch einiges an Punkte. Das Add-on sofort. Startet der bei den Standardpunkten und es wird einfach mehr? Ich weiß es gar nicht. Ja, genau.
Das erklärt, warum ich 400 Gameplay-Punkte habe. Ja, es ist ja kein Standalone-Add-on. Das kann man auch auswählen. Aber ich glaube, das Standalone-Add-on, das torpediert das Hauptspiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich kann es zumindest noch nicht bestätigen. Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, Dr. Teclius 2 könnte rechtzeitig zur Sommerzeit kommen. Was kostet denn das Gebäude nebenan? 340.000 und 800? Das ist nicht so viel. Ist doch sehr klein. Das kann man, ja, trotzdem, man kann da gut... Ich würde sagen, drei Räume kriegt man hier gut rein. Ja, auf jeden Fall. Drei Räume wären möglich. Also, ich schiele so ein bisschen darauf, die Marketing-Support, vielleicht auch Grafik und Sound für den Anfang in kleine Räume, dort reinzumachen, dann kann man halt weiter expandieren, muss nochmal umbauen später. Surf and Turf 2, 68.000 minus gemacht. Bam, 73er Wertung. Thinking Cat, Hundealarm, auch wieder ein klassisches Spiel geworden. Stark. 73er Wertung. Also Code Blue haut hier wirklich um sich mit seinen Spielen. Sehr, sehr stark. Oh, die können. Und ist direkt in den Charts. Jawohl, auf der 10, auf der 10. Besser wird's aber auch nicht. Wie viel Gameplay hatte das? 400, fast 500. Wow. Aber ich kümmere mich auch ums Gameplay. Fleißig, wie ich bin. Finde ich gut. Ich denke, wir werden jetzt noch ein bisschen Auftragsarbeit gerade mal machen. Ich kriege jetzt sowieso noch kein Spiel. Wir werden jetzt gleich zu Weihnachten launchen. Oh, da hätte ich vielleicht wirklich noch eine Woche warten können, ne? Das wäre, glaube ich, dann noch ganz gut gewesen. Und wir gehen wieder mit Data West. Wir haben eine gute Erfahrung mit denen gemacht. Direkt rein da. Und wird wieder nur eine 65er Wertung. Wird nur eine 65er. Aber 65 ist schon in Ordnung. Kommt sogar noch ein kostenloses Update hinterher. Weil wir so freundlich sind. Und weil Weihnachten ist. Ja, klar. Und die Leute es kaufen sollen. Die Weihnachtsupdates. Möge die Spielepresse positiv darüber berichten. Oh. Und da sind sie. Die Mad Games Award. Und wir haben wieder keinen Pokal bekommen, aber auch keinen Negativpokal. Immerhin etwas. Und wir sehen, der Code Blue Inc. geht es richtig gut und die Dailysoft AG, sie erholt sich, es geht voran. Wir sind jetzt hier im Weihnachtsgeschäft, wir beide sind in den Charts. Es kann nur geradeaus gehen und es wird wahrscheinlich bald darauf hinauslaufen, dass wir expandieren werden. Und dann wird es nochmal so richtig spannend. Code Blue, ich glaube, die nächste Folge wird richtig cool. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch bei dir recht herzlich für dieses bisher wunderbare Projekt. Es macht unfassbar viel Spaß und ich sage an unsere lieben Zuschauer, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mad Games Tycoon 2 mit täglich angespielt und Code Blue.